Hallo und herzlich willkommen zur Planet Side 2 News. Heute geht es um zwei Themen. Und zwar einmal um Erweiterungen, die für Planet Side 2 anstehen. Und um eine Sache, um die ihr mich gebeten habt, wo ich gesagt habe, ich denke drüber nach. Ja, und darum geht's heute. So, als erstes will ich euch erzählen, was ich wieder gelesen habe, gehört habe, was dazu kommen soll. Und zwar wird es Änderungen geben auf dem Kontinent Amerish. Er soll komplett überarbeitet werden. Es soll mehr Vulkanlandschaften da sein, soll rauer aussehen und soll für heißere Spielumgebungen sorgen. Naja, was auch immer das heißen mag. Ich schätze mal, die wollen Amerish ein bisschen überarbeiten, weil es einfach der Kontinent ist, der am wenigsten genutzt wird. Ja? So. Das ist das Erste, was noch kommen soll. Und zwar, vor allen Dingen, soll es Operationen für kleinere Spieler geben. Nicht für kleinere Spieler, sondern für kleinere Spielegruppen. Ja, die jetzt Spiel abwechslungsreicher machen. Das heißt, ihr könnt mit einer kleineren Gruppe einen kleineren Auftrag erledigen, der gesamten Mission trotzdem was bringen soll. Ja, ihr werdet dafür auch bestimmt Punkte bekommen, ja. Und die kleinen Optionen sollen auch für den Kriegsverlauf entscheidend sein, also soll sich auch damit auswirken. Sprich, es gibt nicht nur die Massenaufträge, wie Doom-Herrschaft zum Beispiel, ja, sondern es wird kleinere Operationen geben, was weiß ich, erobere die und die kleinere Station oder sonst irgendwas, was man halt mit einem Trupp schon schaffen kann, ja, wozu man nicht platoonweise anrücken muss. Halte ich für eine gute Idee, bringt bestimmt noch ein bisschen mehr Spaß, wenn man auch mit 5 Mann was erledigen kann, anstatt mit 40. Ja. Dann soll in einem der kommenden Updates die lang erwarteten Implantate eingeführt werden. Implantate? Ja, ganz recht, Implantate. Ihr könnt euch dann Implantate einbauen, weiß ich nicht wohin, ne? Wahlweise Öffnung wählen. Und mit diesen Implantaten könnt ihr dann kurzzeitig eure Feuerkraft erhöhen oder euren Schild erhöhen. Sowas in der Richtung soll es werden. Finde ich, hört sich ganz gut an, aber wir werden sehen, was es wirklich bringen wird. Auf jeden Fall ein interessanter Aspekt, der mit Sicherheit auch wieder damit verknüpft ist, Zerts auszugeben, nicht wahr? Oder Station Coins. Station Cash. Ja. Auf jeden Fall finde ich diese Neuerungen gar nicht schlecht. Insgesamt zum Kontinent Hossin, ne, und was noch alles kommen soll, hört sich ja alles wieder prima an. So, kommen wir jetzt zum zweiten Teil der News. Ich kann direkt sagen, ja, ich werde es machen. Und zwar, was werde ich machen? Sobald ich Planet Side spiele, werde ich eine Gruppe aufmachen, eine öffentliche Gruppe, die heißt dann Helm auf Inda, Helm auf da unterwegs, irgendwas mit Helm, ihr werdet sie da schon finden und wenn ihr Bock habt, joint ihr einfach. Das hat für euch den Vorteil, ich werde auf jeden Fall die Ziele aktualisieren, werde euch immer neue Ziele geben, wo ihr hinrennen sollt, was ja in den meisten, in vielen freien Gruppen nicht der Fall ist. Die Ziele stehen ewig darum, keiner weiß, wohin soll. Deswegen rennen alle durch die Gegend. Das werde ich nicht machen. Ich werde immer schön die Ziele aktualisieren, dass wir auch, ne, alle mal zusammen vorrücken können. Was ich nur gerne von euch dann hätte, dass ihr dann auch mitkommt, ja, diejenigen, die dabei sind und nicht auf dem anderen Kontinent rumwuselt, dann schmeiß ich euch raus, weil das hat ja gar keinen Sinn, ja. Also für euch der Vorteil ist, ihr seid ab und zu in einem Let's Play dabei, könnt euch selber sehen. Die Leute, die sonst bei mir hier Videos kommentieren, die Videos gucken, sind auch dabei. Sprich, jetzt sind alles Leute, die ihr mehr oder weniger kennt, ja, die das Ganze hier mitverfolgen und da könnt ihr auch selbst quasi die Videos mitgestalten. Ist doch an für sich genial. So, nur es wird dazu kein TS geben, aus Erfahrung, aus den letzten Events. Wenn zu viele Leute drin sind, wird halt ganz viel durcheinander geredet. Oder es gibt sogar mal einen Idioten, der kam rein, der hat nur Schimpfwörter und Kram abgelassen. Das war nicht mehr sendefähig, das musste man komplett rausschneiden. Und ich kann mich halt leider nicht blindlings drauf verlassen, dass das alles funktioniert, sondern sag von vornherein, TS, ja, könnt ihr benutzen. Ihr könnt gerne bei mir im TS joinen, in den TS, auf den TS-Server, könnt da
zusammen eine Gruppe machen und da quatschen. Aber ich werde im TS nicht dabei sein. Ich werde nur die Ziele vorgeben, damit ich in Ruhe für meine Aufnahme quatschen kann. Okay? Den Kompromiss müssen wir eingehen. Ja? Ich kann euch, wenn ihr wollt, auch in diesen Clan, den ich mal aufgemacht habe, da war bei einem Windhelms Army, war das, glaube ich, könnt ihr auch alle rein. Hätte den Vorteil, wenn ihr online kommt, könnt ihr sehen, wer alles die Anführungszeichen im Clan sind. Ja? Da sind und ihr könnt mit denen eine Gruppe aufmachen. Natürlich kann ich nicht immer da sein, bin nicht immer anwesend, also seid ihr auch mal auf euch selbst gestellt. Aber das wäre ein weiterer Vorteil für euch. Ihr könnt sehen, wie viele Leute da sind und könntet eher eine Gruppe bilden, eine relativ vernünftige, anstatt irgendwo rein zu joinen, wo wieder 5 auf Esomir, 5 auf Inda und so weiter unterwegs sind. Ja? Ich hoffe, die Lösung ist für euch zufriedenstellend. Wird bestimmt lustig. Wird bestimmt auch interessant für euch, mal eine andere Sicht zu sehen, wenn ihr damit rumhampelt und dann, oh, da hinten war ich gewesen, da habe ich das gemacht, ach du je oder so, oder hey, wie geil. Ja? Wird mit Sicherheit lustig. Ich denke, das können wir soweit ausprobieren, das ist ja alles kein Problem und ich hoffe, ihr habt Spaß bei dieser Lösung. In diesem Sinne wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Habe die Ehre. Tschüss. Bis bald.